zwischen Regen und Bär und Hans lagen, begannen sie wieder zu plaudern und zu singen und den dunklen Waldweg zu vergessen, der vor ihnen lag. Aber abends, als es dämmerte und die Berggipfel den Sonnenuntergang verfinsterten, schlugen sie ein Lager auf und teilten Wachen ein, und die meisten von ihnen schliefen unruhig, von Träumen geplagt, in denen sie das Geheul jagender Wölfe und das Johlen der Orks. Und dein Versprechen? Das lass nur meine Sorge sein. Ich schicke das Pferd nicht zurück. Ich reite es zurück. Da begriffen sie, dass Gandalf sie ausgerechnet hier am Rand des Düsterwaldes verlassen wollte und waren verzweifelt. Aber durch nichts, was sie sagten, ließ er sich umschicken. Wir haben das schon besprochen, als wir auf dem Karok gelandet sind, sagte er, ohne Zweifel.